Moin moin und willkommen zur 24. Folge in Erlingen. City Skyline 2, es geht weiter. Letzte Folge habe ich ja den Hafen hier gebaut. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die nächsten Folgen versuchen, hier ein bisschen was voll zu kriegen. Vielleicht noch so ein bisschen mehr in die Tourismus-Ecke gehen. Und ein wenig Public Transit. Public Transport. Public Transit war, glaube ich, das DLC. Aus Teil 1 ausbauen. Bin gerade nicht sicher, womit ich anfangen soll. Aber wir sind schon auf gutem Weg zu Meilenstein 11. Deswegen würde ich, glaube ich, nochmal gucken, was wir hier mit unseren 10 Development Points machen können. Strom hatte ich ja schon geguckt. Ist uninteressant. Wasserpumpen brauchen wir im Moment auch nicht. Ich glaube, ich wollte ein wenig was in die Uni investieren. Vorher haben wir hier noch gar nichts gemacht. Das ist halt alles für Naturkatastrophen. Bisher war das irgendwie gar nicht notwendig. Wir haben aber auch erst einen kleinen Teil der Map abgedeckt. Je größer wir da werden, desto notwendiger wäre das wahrscheinlich. Hier hätten wir natürlich die Touristenattraktion. Dafür würden wir noch 2 plus 4, also 14 Punkte brauchen. Wir haben 10. Das wäre auf jeden Fall nichts für diese Folge. Hier hatte ich gesehen, der war eigentlich uninteressant geldtechnisch. Da weiß ich gar nicht genau, was die bringt. Müsste ich mir mal im Menü angucken. Server Farm, kann man dazu hier was sehen? Farm 20 Gigabit. Die hier haben 3 und 15, okay. Und die kosten nur 300.000. Interessant. Sieht irgendwie... Weiß nicht, ist das für den Funkverkehr? Stellen immense Ressourcen zur Verfügung für die Verarbeitung des Netzwerkverkehrs. Oder ist das nochmal was Separates? Haben wir sowas hier in den Anzeigen drin? Wüsste nicht wo. Das ist eigentlich Verwaltung. Okay. Ich glaube... Irgendwie interessiert mich, was diese Serverfarm hier machen soll. Ich glaube, ich schalte die einfach mal frei und wir gucken einfach mal rein. Serverfarm und wir bauen die einfach mal, ob die dann quasi mit den anderen Dingen sozusagen zusammenarbeitet. Ich weiß auch nicht genau, wo man die am besten platziert. Aber ich hätte jetzt erstmal gesagt, im Industriegebiet. Ja, vielleicht hier an eine der Hauptstraßen, wo wir dann, hier könnten wir das Ding zum Beispiel dran bauen oder hier. Da haben wir nur ein bisschen Probleme mit der Straße, weil die gecurved ist, aber vielleicht können wir das, wo ist denn der Straßeneingang da? Vielleicht können wir das einfach so ein bisschen... Abseits der Straße machen? Nee, das wird nix. Ah, hier muss ich auch wieder auf die Höhe achten, ne? Ansonsten... Hier oder so? Weiß halt auch nicht, was dahin geliefert werden muss. Da wollte ich, glaube ich, noch Platz offen lassen. Oder an die Straße hier. Hier hatten wir nochmal eine Steigung. Vielleicht setzen wir das einfach mal hier mit dran. Hat ein bisschen Platz, vielleicht kann man das ja auch noch... Oh, scheiße. Warum hat er den denn jetzt...
So abgesenkt. Okay, der hat den jetzt auf Höhe der Straße gemacht. Ja, es macht Sinn. Ja, gut, da muss ich jetzt mal alles terraformen, würde ich sagen. Dann werden wir halt hier weniger mit Bergen arbeiten. So, was kann das Ding jetzt? Was macht das Ding? Es kostet 500.000, Effizienz ist da, die Leute sind da, mittlere Lautstärke. Ja, wir können das aufbereiten. Erhöht den Abdeckungsbereich. Okay, das hat einen Abdeckungsbereich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Okay, das ist einfach. Okay, dann ist die da aber fehlplatziert, weil die macht im Prinzip genau das gleiche wie die Funkmasten, habe ich so ein Gefühl. Dann würde ich eher sagen, wir müssen die noch weiter nach rechts haben. Weil wir nachher hier mega viele Leute haben werden, die ja, einen Verbrauch haben. Aber im Moment passt das noch ganz gut. Wir könnten die nochmal ein wenig nach rechts schieben. Wenn wir das hier mit dem Terraforming. Obwohl, im Moment passt das noch. Aber ja, ich muss mir einfach nur vornehmen, die noch hier hinzu. Ja, ich mach's jetzt, sonst wird das später eh nichts mehr. Ist ein bisschen schwierig. Der Straße, die nimmt hier so einen Huckel. Den würde ich, glaube ich, nochmal rausnehmen wollen. Sollen wir mal schauen, ob das für die Serverfarmen dann hier ausreicht. Eigentlich müsste die total mittig hier stehen, aber da haben wir dann Wohngebäude, ne? Ja, ich glaube, ich. Hier können wir die gut hinmachen. Wenn das von der Höhe hier passt. Ist hier ruckelig. Versuch's mal hier. Ich glaube, das sieht ganz gut aus da. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich eine krasse Netzabdeckung. Dann können wir hier mehr Büros hinklotzen, um weiter zu wachsen. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Dann noch mehr Wohngebäude. Drei, vier, fünf, sechs. Solange der Bedarf noch da ist. So, jetzt haben wir immer noch 6 Punkte. Wir könnten mal 2 Punkte in die Uni stecken. Und zwar interessiert mich hier, beziehungsweise nicht in die Uni, sondern in Bildung und Services, denn mich interessiert hier das geologische Forschungszentrum. Das kann man auch, das hatte ich mir mal hier angeschaut gehabt. Forschung. Geologisches Forschungszentrum. Da haben wir nämlich plus 200% Erzvorkommen stadtweit und plus 200% Ölvorkommen stadtweit. Das würde dann hier hinten unsere Ölfarmen pushen. Und ich glaube, wenn man hier auf natürliche Ressourcen geht, genau, dann sieht man hier, wir haben fruchtbares Land, Holz, Erz und Öl. Bei fruchtbarem Land ist es wohl so, dass es hier eine Erneuerungsrate gibt. Das heißt, wir erneuern hier mehr, als dass wir gerade nutzen. Bei Holz sieht das ähnlich aus. Wir erneuern hier 666 Tonnen, nutzen gerade mal 96. Bei Öl und Erz
sehe ich hier aber keine Erneuerung. Und dadurch, dass wir das Ding bauen, kriegen wir zumindest nochmal 200% mehr von diesen Ressourcen auf die Karte. So verstehe ich das. Es widerspricht sich so ein bisschen mit diesem Text, der hier steht. Eine Einrichtung für geologische Forschung und Feldstudien hilft bei der Suche nach großen unterirdischen Erz- und Ölvorkommen. Also dachte erst irgendwie, vielleicht findet man da neue Spots auf der Karte. Aber ich glaube, wenn man sich dann das Ding anguckt, hier steht halt 200% Erzvorkommen, dass einfach, dass das Feld quasi besser wird. Und je später wir das machen, desto schlechter wäre das, glaube ich. Von daher haue ich hier jetzt mal 4 Punkte rein in dieses Teil. Das bietet ja auch noch einen anderen Benefit, irgendwie für Abschlüsse, glaube ich. Ja. Also die Frage ist nur Lehrmittel. Wo platziert man das Ding? Nimmt man das hier? Das ist eigentlich ein komplett eigenständiges Gebäude. Ich weiß nicht mal, ob da Schüler rein müssen. Ich glaube nicht. Das kann von mir aus eigentlich auch irgendwo hier an so einer Hauptstraße, hätte ich gesagt, mit angeschlossen werden. Sollten wir vielleicht hier neben dem Gerät? Da würde ich aber versuchen, das einmal gerade zu machen. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the street. Plus 3% Wahrscheinlichkeit für College-Abschlüsse. Okay. A local public service announcement. Jedes Mal ist das Radio hier zurück übersetzt. Ja, das läuft schon mal effizient, obwohl wir noch sehr wenig angestellt haben. Interessant. Jetzt habe ich gar nicht mehr auf die Zahlen vorher geachtet, aber wenn ihr mal im Video dann kurz zurückspringt, dann müsste man das ja bei natürlichen Ressourcen jetzt sehen können. Ja, 4000, ich meine, da war irgendwas um die, also auf jeden Fall unter 2000. Das müsste sich jetzt eigentlich, so wie ich das sehe, erhöht haben. Erz haben wir, glaube ich, noch gar nicht aufgedeckt oder gekauft von den Map-Tiles, ja, die wir haben, weil das ist ja, glaube ich, hier hinten. Genau, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Ansonsten hier wäre noch massiv viel Erz. Hier hinten überall. Hier. Aber im Startgebiet sieht es ja schlecht aus. Oh. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dass wir hier fruchtbares Land haben. Oh je, okay. Dann muss ich hier auf jeden Fall mal auch ein bisschen Industrie machen. Ich würde dann sagen, wir machen hier Baumwolle. Kann ich das eigentlich wohl hier rein bauen oder muss das auch schon auf diesem Grundstück sein? Weiß ich nicht. Natürlich jetzt für den Plan mit dem Hafen nur so bedingt gut, aber ich muss unbedingt dieses fruchtbare Land halt auch ausnutzen, was wir haben. Das ist, glaube ich, so unsere größte Schwachstelle, dass wir davon nicht allzu viel haben. So sieht es doch, glaube ich, ganz gut aus. Ich denke, das wirkt nachher wohl cool. Was mir dann noch aufgefallen war, hier bei den Spezialgebäuden, wenn man hier mal guckt, unter den gelben, brauchen wir hierfür, um die freizuschalten, zum Beispiel 10-mal dieses Zentrum. Das heißt, eigentlich macht es aus Game-Sicht, sollte man, glaube ich, nicht ein so ein großes bauen, sondern eher viele kleine, so verstehe ich das zumindest. Oder das bezieht sich halt auf die ganze Map-Größe. Was man halt machen kann, weil diese Dinger, die kosten nichts. Ne? Ich kann das natürlich jetzt einfach 10-mal hier an den Rand spammen und dann schalte ich das frei. Ich weiß nicht, was ich davon
halten soll. Ich glaube, es gefällt mir nicht. Ich würde die, glaube ich, einfach nach und nach alle freispielen. Sonst haben wir nachher auch irgendwie die ganzen Gebäude hier platziert und dann, keine Ahnung, bebauen wir das Stück noch und dann habe ich dann irgendwas so Spezialgebäude. Also wir brauchen jetzt auch nicht alle unbedingt durchrushen. Angestellte. Okay, die sind noch nicht ganz voll, diese Tower, aber schon weitestgehend. Die Gebäude sind aber wieder voll. Da können wir nochmal zwei hinsetzen, würde ich sagen. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Oh, warte, hier hat er zwei gemacht. Das soll er aber nicht. Ja, danke. So, 28.000 sind wir schon. Profit geht auch wieder hoch. Genau, so, wir haben einmal Baumwolle gemacht. Produktion. Wir brauchen unbedingt mega viel Getreide. Dann müssen wir hier auf die andere Seite der Straße einmal Getreide machen. Ich glaube, da würde ich sogar zwei machen und vielleicht hier können wir da eine Straße dran legen, sodass er dann hier diese Mauer zieht. Ja, können wir. Da hätte ich nämlich irgendwie Bock drauf. Mal. Ich glaube 7,5 ist so der magische Wert, den man da nehmen sollte. Vielleicht auch. Ui, das wird ganz schön hoch hier, ne? Ja. Weiß gar nicht, ob das gut aussehen wird für die Felder. Könnte gerade, also im Stadtgebiet könnte das richtig gut wirken, aber ich glaube, für Feld könnte das auch total scheiße wirken, aber wir müssen es mal ausprobieren. Unten können wir den noch gar nicht dran setzen. Wirklich so ein großes Feld, weil ich kann den erst hier nicht nutzen. Ich glaube, wir machen da hinterher hinten lieber noch eins. Gefällt mir besser. Machen das erstmal so. Was wir hier mit diesem Ding machen. Wird das komisch aussehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird scheiße aussehen mit dem zusammen mit den Feldern, weil na, bei Feldern habe ich sowas noch nie gesehen. Kann man die editieren, sodass sie tiefer gehen? Nee, kann man nicht. Nee, ich glaube, ich muss die nochmal abreißen. Das wird nicht aussehen.
Aber ich versuche das mal. Ja gut, die Felder, die können ja auch solche Höhen ausgleichen. Okay, das wird so nix. Da müssen wir ein wenig höher gehen. Vielleicht sieht das ja interessant aus. Das ist alles scheiße geworden, das muss nochmal weg. Das wird zu nix. Nee. Das war eine scheiß Idee. Lieber früher aufhören mit einer schlechten Idee, als sie irgendwie versuchen, krampfhaft durchzuziehen. So, wir machen nochmal hier einen Bauern hin. Aber dass wir da trotzdem mehrere Felder machen, dabei werde ich bleiben. Soll fürs erste Feld, glaube ich, mal genügen. Ja. So, vielleicht können wir hier noch so ein paar billige Mietwohnungen dazwischen schmeißen. Für unsere Erntehelfer. Würde ich hier noch sagen, wir machen hier noch eine Straße lang. Was klappt denn jetzt hier schon wieder? Doch nur da dran connecten. Ah, das mag er nicht, wegen den der Hof da viel zu nah dran ist. Dann machen wir es so. Kann ruhig ein bisschen Platz bleiben. Können wir hier irgendwie dann machen wir hier mal so ein Ding hin. Das ist hier sehr hügelig, ja, scheinbar. Ich würde hier, glaube ich, noch mal ein bisschen Waldgebiet machen. Ein paar Fichten streuen.
Ja, eigentlich hätte ich ein bisschen optisch ein anderes Bild im Kopf, aber es ist auch nicht schlecht, dass wir mal wieder so ein paar Farben haben, nicht, dass alles nur hier hinten in der Ecke ist. Und den Bedarf haben wir auf jeden Fall. Auch noch massiv mehr Bedarf. Bisschen zackigere Kurve. Normalerweise bin ich ja eher so relativ geschmeidig unterwegs mit Kurven. Das werden wir auch hier wieder machen. Hier noch mal so durch. Ja. Die gefallen mir hier nicht so. Aber das heißt ja nicht, dass wir da zwingend Gebäude hinpacken müssen. Emergency broadcast to all citizens. Wenn wir dann Waldbrand am Arsch der Welt, okay, danke, bis ablenken. Wo war ich? Hier hinten war ich. All citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Bauen hier irgendwie auch gar nichts. Warum nicht? So, einen müssen wir noch machen und wir haben weiterhin den höchsten Bedarf bei Getreide, mit Abstand den höchsten. Wir haben zwar auch ein Defizit bei Baumwolle und Gemüse, obwohl ich könnte auch einmal Gemüse machen. Dann haben wir hier nicht dreimal das gleiche, oder? Gemüse war ja auch nur, ne? Mit fruchtbarem Land, ja. Komm, wir machen einmal Gemüse. Da sehen wir auch direkt ein Haus. Oder was heißt ein Haus? Irgendwie eine Halle oder whatever, was es gerade ist. Ich hoffe, wir kommen hier mit den kleinen Straßen hin, die ich mir da ausgesucht habe. Gebäude sehen aber schon zu groß aus für die Feldergegend. Ah, nee, das wirkt nicht. Das war eigentlich eine gute Idee, glaube ich, mit den billigen Mietwohnungen, aber ich glaube nicht, dass das der passende Vibe ist für die Gegend hier. Ich würde mal amerikanische Häuser versuchen. Bin ich mir nicht sicher, wie groß das dann am Ende wird. Oder ob wir da nicht große Parks. Ach, die sehen auch riesig aus. Einen normalen Park, was haben wir da noch? Ein Hundepark? Ich glaube, ich mache hier noch einen Hundepark hin. Oh, jetzt, nee, das war keine gute Idee. Wir haben hier zu viele Parks auf einer Stelle. Dann schiebe ich gerade mal hier hin. Wie sehen denn die Häuser aus? Mach die mal fertig. Vielleicht. Ich guck mal, wie groß das hier wird. Dann macht sowieso zwei. Wir haben, glaube ich, sowieso hinten einen Garten drin.
hier nochmal so einen kleinen Weg lang machen. Hier vielleicht mal zwei kleine Shops. Oh, warte mal. Das passt aber nicht vom Terraforming. Das nicht. Naja, nee. Ist dieser Weg das Problem? Ich glaube, der Weg ist das Problem. So, dann können wir den Weg hier, glaube ich, einfach gerade noch ein bisschen durchziehen. Ja, so ist, glaube ich, in Ordnung. Und dann noch ein paar Dichten hier wieder mit reinklatschen. So, ja, die haben überhaupt keinen Bock hier irgendwas zu bauen. Wie war denn das hier? Nutztiere. Getreide. Ach ne, die Getreidefelder, die machen gar nichts. Okay, die fahren, glaube ich, nur mit dem Mähdrescher raus. Bauen gar nichts. Okay. Sind die amerikanischen Häuser geworden? Ach, das sind diese hier. Ja, okay, aber die geben so ein bisschen auch so ländlichen Charakter, finde ich. Davon können wir ruhig noch ein paar hier reinknallen. Vielleicht sogar mal noch größere Geräte. Kann er denn keinen Vierer? Doch, der kann einen Vierer. Wie diese werden, die großen. Ich habe schon länger nicht mehr auf die Schiffe. Ach, der fährt hier gerade einen. 34 leider nur. Das ist ein Transporter. Ah, kommt gerade nichts. So. Wie sieht es hier hinten aus? 101 von 102, ja, die sind alle voll. Dann wird es Zeit für neue Büros. 4, 5, 6. Warte mal, das sieht nicht richtig aus, oder? Doch. Ah, die sind unten, haben die so viel offen, ja. Passt aber. 3, 4, 5, 6. Ach, warte mal, ich baue gerade. Baue ich hier auch amerikanische? Nee, die gibt es hier nicht, okay. Drei, vier, fünf, sechs. Oh, guck mal, den nimmt er nicht mal an.
muss ich eben gucken, nicht, dass er da gleich zwei baut oder so. Ich habe den Bedarf gerade auch nicht, dann nehme ich es nochmal weg. Oh, warte mal, der baut da doch schon. Aber ich sehe keinen Kran. Interessant. Die sehen schon ein bisschen anders aus vom Style als diese Dinger auf diesen Stützteilen. Aber ja, doch, ich finde der amerikanische Style, den können wir hier gut mit einmixen. In diese Feldgegend. Das gefällt mir eigentlich wohl. Nochmal hier auch ein paar Reihenhäuser. Und hier nochmal was Europäisches. So, und ich glaube, ich würde mal hier direkt vor dem Hafen mal ausprobieren, ob wir hier diese Mischgebäude nicht mal hinmachen wollen. Dann können die da rauskommen, haben direkt was zum Shoppen, aber wir haben auch noch ein bisschen Bewohner in der Gegend. Oh shit. So, wir sind straight auf die 30.000 am Zulaufen. Oh, blau fast gar keine Nachfrage mehr. Schon wieder die nächste Nachfrage nach Büros. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich die Steuern so niedrig habe. 3, 4, 5, 6. Aber da haben irgendwie alle Bock drauf zu haben. 3, 4, 5, 6. Auch ein Hochhaus müsste noch gehen. 3, 4, 5, 6. Weil irgendwann wird es, glaube ich, zu krass, wenn ich einen so einen Stadtteil nur in diesem Look mache. Das geht mir jetzt irgendwie schon zu viel. Ich muss mir da noch mal ein paar Beispiele angucken. Ich glaube, irgendwie wird das, gefällt mir das optisch nicht. Ich dachte, wir hauen da mega viel hin, aber I don't know. Wir haben hier hinten noch gar keine Parkflächen, glaube ich. Wie wäre es, wenn wir hier nochmal einen Parkplatz bauen? Einen von den kleinen dahin, einen hierhin. Und na, bei den Feldern ist er, glaube ich, sinnlos. Einen hier in dem Wohngebiet nochmal. Haben wir hier schon eine Postabdeckung? Wahrscheinlich nicht. Nee. Dann kommen hier auch nochmal Briefkästen hin. Thank you.
So, wir haben die 30.000 geschafft. Wir haben hier eine Menge Felder gebaut. Haben wir weitere natürliche Ressourcen hier? Hier unten müssten wir Öl und Erz machen. Ja, und da müssen wir vielleicht hier so Uri-Gegend machen. Noch mal überlegen, wegen Flughafen und Co. und Bahnschienen. Das muss ich langsam auch mit in meine Überlegungen mit aufnehmen. Ach, wir haben hier noch gar keine Parkgebühr für das Gebäude festgelegt. Und auch die neuen Parkplätze hatte ich gar nicht angestellt. Machen die mal auf 30 hier. Ich glaube, der Bedarf wird hier nicht ganz so hoch sein. Da, da und da. Genau, und im Hafen selber sagen wir 35. So, gibt es sonst neue Leute? Weiß ich gar nicht. Hat er neue abgeladen? 77, es wird langsam mehr. Weil ist das ein... Ich dachte schon, das ist ein Gebäude, so ein Pfeil. Oh, jeden Moment müssen wir den Meilenstein erreichen. Das kann sich eigentlich nur noch um Sekunden handeln. Es fehlt noch... nee, Quatsch, da muss ich gucken. Ja, 210 Erfahrungspunkte. Das sind ein, zwei Straßen bauen, dann haben wir das. Wird das hier weniger? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben hier auf der rechten Seite von dem Fluss, hier zum Beispiel in dieser Mündung hier was. Da müssen wir mal drauf achten, ob das in ein, zwei Folgen noch da ist. Okay, allgemeine Zufriedenheit. Ja, alles gut bis auf die Steuern. Nice. Und trotzdem mache ich 250.000 plus. Obwohl ich mit einer Besteuerung von 11% spiele. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Jo, dann baue ich noch eine Sache und dann haben wir ein Level Up. Und dann würde ich hier... Na, da ist schon der Level Up. Würde ich hier einen Cut machen für die Folge. Wir haben wieder mega viel Land, was wir kaufen können. Das ist gut. Bin mir nicht sicher, vielleicht können wir dann auch schon demnächst diese Wasserstraße für uns eröffnen. Oder wir machen hier unten auch noch einen Hafen hin, das mal gucken. Dann haben wir 13 Punkte zum Ausgeben. Ja, neue Dinge schalten wir nicht mehr frei. Was könnten wir mit den Punkten machen? Wir könnten hier noch diese zwei Unis machen, die geben auch nochmal Buffs. Wir könnten vielleicht mal eine große Feuerwache oder Polizei holen. Oder mal ein Rathaus. U-Bahn vielleicht langsam angehen oder hier die Sportparks hochleveln. Noch ein paar Möglichkeiten. Gut, gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Das supportet mich und ich würde mich super drüber freuen. Macht es gut. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.